Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Zwillinge und Aszendent Zwillinge. Willkommen zu Ihrem Horoskop für den März. Liebe Zwillinge, in der ersten Monatshälfte wird Ihr Planet Merkur sich im Zeichen Wassermann in einer äußerst schnellen und starken Position befinden. Deshalb werden Sie sich hinsichtlich der Kommunikation in einem äußerst starken Monat befinden. Auch geistig sind Sie äußerst schnell und werden sehr kreative und originelle Ideen haben. Natürlich wird dies positive Resultate sowohl in Ihrem Arbeitsleben als auch Privatleben erzielen. Einige Reisemöglichkeiten könnten sich Ihnen anbieten. Venus und Mars werden beide im Zeichen Widder fortschreiten, meine lieben Zwillinge. Dies deutet darauf hin, dass Sie mehr Energie insbesondere in Ihr Sozialleben investieren werden. Auch in diesen Bereichen könnten Sie einigen Chancen begegnen. Gruppenaktivitäten mit Freunden, Organisationen, an denen Sie gemeinsam teilnehmen werden, Reisen, Projekte, Abmachungen und Besprechungen könnten vermehrt an der Tagesordnung stehen und äußerst effektiv für Sie sein. Am 5. März wird ein Vollmond im Zeichen Jungfrau auftreten. Einige Entwicklungen bezüglich Ihrem Zuhause, Wohnort und Ihrer Familie könnten eintreten. Vollmonde könnten uns manchmal auch einige Überraschungen einbringen oder Resultate hinsichtlich Unternehmungen, die in der Vergangenheit begonnen wurden, beschleunigen. Hierbei handelt es sich um eine Phase, in der wir bewusster in einigen Dingen werden und unsere Unentschlossenheiten endlich Klarheit gewinnen. Bei Ihnen könnte dies insbesondere bezüglich Ihrem Zuhause und Ihrem Familienleben eintreten, liebe Zwillinge. Zwischen dem 11. und 17. März wird Mars sehr stark, jedoch auch riskant werden. Deshalb sollten Sie sowohl in Ihren sozialen Beziehungen als auch alltäglichen körperlichen Aktivitäten achtsamer sein. Am 11. März werden Mars und Uranus sich vereinigen. Am 12. März werden Mars und Pluton ein Quadrat bilden. Dies könnte Unfälle und Ungeschicklichkeiten sowie ernsthafte gesellschaftliche Ereignisse begünstigen. Wir sollten uns jeglicher Art von Beziehungen vorsichtiger annähern. Am 17. wird das große Quadrat zwischen dem Uranus und Pluton nochmals aktiviert. Dabei handelt es sich um das letzte Quadrat. Nach dem 17. werden sich diese beiden Planeten langsam voneinander trennen. Aufgrund des Quadrates zwischen diesen beiden Planeten könnten Sie insbesondere in dieser Woche sehr starken Druck spüren, sowie starke Veränderungen und Verwandlungen eintreten. Es ist zwar keine Position, die Sie direkt beeinflussen wird, allerdings könnten einige unkontrollierbare Situationen in Ihrer Umgebung in Verbindung mit Ihren Freunden oder Ihrem sozialen Umfeld auftreten. Ab dem 13. wird Merkur in das Zeichen Fische übergehen. Nun könnten Sie sich geistig zurückziehen, emotionaler und intuitiver werden. Von Zeit zu Zeit könnte Merkur Verträumtheit und Chaos verursachen. Insbesondere am 16. sowie zwischen dem 16. und 18. März, also an diesen 3 Tagen, sollten Sie vorsichtiger sein. Das Quadrat zwischen Merkur und Saturn sowie die Vereinigung von Merkur und Neptun könnten Sie geistig etwas beanspruchen und auch die Kommunikation verlangsamen, liebe Zwillinge. Am 20. März werden ein Neumond im Zeichen Fische und eine sehr starke Sonnenfinsternis in Ihrem Haus der Karriere eintreten. Die Auswirkungen dieser Finsternis werden von langfristiger Dauer sein. Es deutet darauf hin, dass sich einiges in Ihrer Karriere und Ihrem Arbeitsleben verändern wird. Falls es Dinge gibt, die Sie beenden möchten, werden Sie nun deutlicher diesbezüglich handeln können. Nach diesem Neumond ist es durchaus möglich, dass insbesondere in Bezug auf Ihre Karriere einiges beendet und direkt anschließend Neues begonnen wird, liebe Zwillinge. Natürlich sollten Sie dies nicht nur hinsichtlich Ihres Arbeitslebens auffassen, denn hierbei könnte es sich auch um eine wichtige Veränderung bezüglich unseres sozialen Status gegenüber der Gesellschaft handeln. Beispiele dafür wären die Eheschließung, die Scheidung, der Wohnortswechsel sowie wichtige Veränderungen in unserer Position und unserem allgemeinen Status. Nach dem 21. März wird die Sonne in das Zeichen Widder übergehen und unser Sozialleben erleuchten. Nun werden Sie sich stärker auf Ihre Zukunftsziele konzentrieren und entschlossener Ihre Träume verfolgen können, meine lieben Zwillinge. In den letzten Tagen des Monats werden das Dreieck zwischen der Sonne und dem Saturn sowie das Dreieck zwischen der Venus und dem Pluton Sie hinsichtlich neuer Unternehmungen unterstützen. Bis bald!